was geht ab, Freunde? Mit hier am Start zusammen mit Patrick, Lars und the one and only Jimmy. Und ja, wir sind auch beim Jimmy zu Hause und schauen gleich den Super Bowl. Da habt ihr vielleicht den Vlog schon gesehen. Und wir machen jetzt Tischtennis 2 gegen 2. Und ja, wir machen die Deutschen gegen die Kanaken und die Ausländer. Also nicht falsch verstehen, wir sagen es selber, weil es ist nicht fremdenfeindlich gemeint oder so. Aber wir trennen uns heute mal so, ne? Also da gibt es eine kleine Vorgeschichte, muss man dazu sagen. Weil der Jimmy, der ist Holländer. Korrekt. Ne? Sag mal, was du nicht Holländisch sagst. Ne, ist richtig, ne? Und in der Mitte kommt ja eigentlich aus der Türkei. Und deswegen, das war früher so in der Schule so ein bisschen, das war so warte, warte, und das sind zwei deutsche Kartoffeln. Nein. So, dann haben die Geschichte kompliziert. Nein, 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 ich komme eigentlich aus Ägypten. Deswegen die Haare. Genau, und jetzt spielen wir gegeneinander. Jimmy ist ein alter Schulfreund von uns, den werdet ihr vielleicht demnächst auch nochmal öfter sehen. Jo. Wer weiß es. Und ja, viel Spaß mit dem Video. Daumen nach oben dafür. Wir machen ein schönes Doppelmatch für euch im Tischtennis. Und ihr könnt ja mal kommentieren, wer gewinnt. Jetzt vorher schon mal kommentieren, die Kanaken. Oder die Ausländer. Hey, bist du bei uns, Junge? Wir müssen uns hier belehren, sonst werden wir noch abgeschoben. Alles für Spaß natürlich, Freunde. Ja, Daumen nach oben dafür. Und wir spielen bis 20, nach 10 ist Seitenwechsel. Und ja, der den Punkt gemacht hat, macht auch den Aufschlag. Ja. Genau. Barbare, viel Spaß. So, Freunde, ihr seid live dabei beim Duell Deutsche gegen Ausländer, ja? Lass du nicht hier die Deutschen. Aber ich bin schon mal mit der Türkei-Flagge rumgelaufen. Ja, egal. Auf jeden Fall Deutsche gegen Ausländer, also nicht diskriminierend gemeint. Die wären gerne Ausländer, Freunde. Nicht diskriminierend gemeint natürlich, nur aus Spaß. Und ja, gegen Jimmy und gegen Meti, Lars und ich. Und ja, Schnick, Schnack, Schnuck, wer Aufschlag hat. Ach du. Ja. Mach ihn fertig, Holländer. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, Junge. Das war die. Die Schritte, die er uns ausgehört hat, Schiss bekommen. Okay, komm, bei 10 ist Seitenwechsel. Wo ist die Schwachstelle? Wolfi, alles in Ordnung. Ja! Nice. Deutschland, mach du. Du, jawohl. Gut, Lars, Junge. Na, ja! Ein Punkt. Ja, ja. Okay, 1-1. Jimmy, du. Ah, ja, eine Schwachstelle, Junge. 2-1. 2-2. Ja, jeder ist schon mal eine Schwachstelle gewesen. Und wieder was hier. Stimmt, du. Jawohl. Oh. Du. Oh. 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 3-2. Ich glaube, der kommt noch. So viel Druck. Ja. Oh, ja, ja, nervös, nervös. Ja, es sind hier gerade so viel mit. Alter. Ohne Witz, ja, ohne Witz. Sehr guter Aufschlag. Sehr gut. Guter Lars. Oh. Ja, ich stehe bis rein. Also kann man leider nicht sehen, wie breitbeinig ich hier spiele. Das ist ja auch Ronaldo. 4-3. Alter, stimmt. Sehr gut. Oh. Oh, was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Was stimmt nicht? Das ist typisch Wolfi, ne? Sehr gut. Ja. Jawohl, Lars, Junge. 5-4 für euch. Gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn! Ah, was mach ich? Was mach ich, ey? Was war das denn? Ja. Der kommt nicht mehr vor, Boss. Rückhand. Klasse, Lars. 6-5 für euch. Ja, easy, easy. 7-5. Da mach du. Soll ich gehen? Ja. Du. Ah! Ja, 7-6. Du. 6. Du. Ja, Lars! Was ist da rein? Ach so. 8-7. 9-7. Du. Sehr gut. Sehr gut. Falschen Tisch hast du angeriert. Geh mal zu. 11-7. Oh, so. Sorry, da habe ich. Weg! Das war ein. Ja, Lars hat es gesehen, ja? Es wird wach, es wird warm. Du! Sehr gut! Gib ihm! Ja! Unfair! 12-9! Unfair vor dem Rennen, Junge! Danke, ja. Wie viel? 12-9. Du! Nein! Ey! Das war's. 13-9. Guter Ball, guter Ball!
die holländische Kerstwelle. Du! Ah! Das war ein Geld, Alter. Bang! 14-11, komm, wir kommen ran. Das und ist das passiert, wenn Hütte und Arna Tour an einem Tisch liegen? Ist so. Sieht gut aus. Ja! 15, irgendwas, 11, oder? 15-11. Ja. Boom! Boom! 16-11. Alter, ich muss. Jawohl, Aufstände! So, Jimmy, jetzt können wir ein bisschen tricksen. Wir kennen mich die. Sollen wir mit dem traurigen Haufen mal aufräumen? Alter. Jungs, die Kennex gewinnen. Was ist da los? Die Kennex gewinnen. So, Freunde, wir sind bei der Bestrafung für die Deutschen angelangt und die Kanaken durfte sich jetzt ein Lied aussuchen. Aber Kanaken ist okay, oder was? Ja, Kanaken ist okay. Und ich kann das ein Ausländer selber von sich behaupten. Ja, eben. Und ja, ich bin weiß. Ja, und wir haben ja nicht so die Aufnahme gesagt. Ja, wir sind jetzt bei der Bestrafung und wir haben uns ein Lied ausgesucht, welches die eine oder andere Jugend geprägt hat. Jetzt nicht von euch, aber von den älteren Herrschaften. Von Mädchen zum Beispiel. Zum Beispiel von mir. Und dann, ja, es ist von den Backstreet Boys. I Want It That Way. Und wird natürlich wieder von Jimmy begleitet. Zum Glück haben die verloren, sonst hätten wir keine Begleitung. Und ja, ansonsten hätten die irgendwas getrommelt. Und ja, ich würde sagen, the stage is yours. Jimmy, gib mir den Backstreet Boys Beat. You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why ain't nothing but the heart. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never want to hear you say and I want it that way. Boom. Freunde, lasst 10.000 Likes da und Lars geht zu DSDS. Nächster Gott geht zu DSDS. 10.000 Likes und der geht zu DSDS. Oh mein Gott, das war das war geil. Das war ein Orgasmus. Lars, Junge, wir haben was hier. Ich war nicht drauf vorbereitet, das ist ja alles. Meine, es artet hier aus. Wir müssen das Video beenden. Aber wie gesagt, 10.000 Likes und wir schicken den irgendwie zu DSDS. Ohne Witz. Das machen wir. Ich organisiere das, ne? Dann rufe ich hier Dieter Bohlen an und kläre irgendwie, dass er direkt in Recall kommt. Und dann kriegen wir den hin, ne? Also, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, 10.000 Likes und Love bei DSDS. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.